Präsidentschaftskandidat Donald Trump wurde am Samstag, den 13. Juli 2024, während einer Kundgebung angegriffen. Er überlebte den Angriff und das FBI hat seitdem eine Untersuchung eingeleitet. Obwohl sie einige Informationen preisgegeben haben, ist klar, dass viele Dinge vor der Öffentlichkeit verborgen werden. In diesem Video zeige ich dir 6 Dinge, die das FBI über Trumps Angriff verschweigt. Die wahre Natur des Angriffs. Es war Samstagabend, der 13. Juli, und die Luft war voller Aufregung, als sich Tausende von Anhängern versammelten, um die Rede des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu hören. Die Kundgebung fand auf dem Butler Farm Showgrounds in Butler, Pennsylvania statt und die kleine Stadt mit ihren 13.502 Einwohnern war voller Aufregung. Die Menge, ein Meer aus roten Hüten und wehenden Fahnen, war voller Energie und Hoffnung. Um etwa 18.02 Uhr betrat Trump die Bühne. Er winkte der jubelnden Menge zu und die Atmosphäre war elektrisierend, aufgeladen von der kollektiven Begeisterung der Menschen, die gekommen waren, um ihren Kandidaten persönlich zu sehen. Trump begann seine Rede und sprach die drängenden Probleme des Tages an. Er sprach leidenschaftlich über den Anstieg der Grenzübertritte von Einwanderern ohne Papiere unter Präsident Joe Biden. "Diese Grafik ist ein paar Monate alt", sagte Trump und zeigte auf eine visuelle Hilfe. "Und wenn ihr etwas wirklich Trauriges sehen wollt, dann seht euch an, was passiert ist." Seine Worte wurden mit zustimmendem Nicken und Beifall quittiert. Die Kundgebung schien wie geplant zu verlaufen, denn Trump hielt seine Rede mit seinem üblichen Charisma und Flair. Die Menge hing an jedem seiner Worte. Um etwa 18.15 Uhr geschah das Undenkbare. Die Luft wurde plötzlich von Schüssen durchdrungen, mindestens 5 an der Zahl. Die Schüsse ertönten und markierten den Beginn des absoluten Chaos. Blut spritzte über Trumps Gesicht und war der Beweis dafür, dass er getroffen worden war. In einem Augenblick verwandelte sich die Atmosphäre von einer Feier in eine Atmosphäre des Schreckens. Die Menschen schrien und duckten sich, um in Deckung zu gehen, während sie mit ihren Gefühlen von Angst und Unglauben kämpften. Die Menge, die Trump so einmütig unterstützt hatte, war nun in ihrer gemeinsamen Angst geeint. Sobald er begriff, was vor sich ging, duckte sich Trump auf den Boden. Mehrere Agenten des Secret Service sprangen in Aktion. Sie eilten schnell zur Bühne, um den Präsidentschaftskandidaten vor weiterem Schaden zu bewahren. Die Agenten bildeten eine schützende Barriere um Trump. Ihre Körper waren ein menschliches Schild gegen die unsichtbare Bedrohung. "Lasst mich meine Schuhe holen, lasst mich meine Schuhe holen", sagte Trump mit einer Mischung aus Dringlichkeit und Unglauben in der Stimme, als die Agenten ihn vom Boden hochhoben. Die schockierende Situation war ihm selbst in diesen kritischen Momenten nicht entgangen. "Wartet, wartet, wartet", fügte er hinzu, bevor er mit einer Geste, die zeigte, dass er seine Niederlage nicht akzeptieren wollte, die Faust ballte. Die Agenten hoben Trump schnell auf die Beine und eskortierten ihn von der Bühne zu seiner Wagenkolonne. Blut war an Trumps rechtem Ohr und auf seiner Wange zu sehen, als er sich auf den Weg nach draußen machte. Selbst im Angesicht der Gefahr strahlte Trumps trotziger Geist weiter. Man konnte sehen, wie er die Fäuste ballte und der Menge "Kämpft!" zurief, bevor er vertrieben wurde. Die Menge, die immer noch unter Schock stand, sah zu, wie ihr Kandidat in Sicherheit gebracht wurde. Die sofortige Reaktion des Geheimdienstes war geradezu heldenhaft. Ihr schnelles Denken und ihre Tapferkeit haben an diesem Tag Leben gerettet. Während eine Gruppe von Agenten sich darum kümmerte, Trump in Sicherheit zu bringen, kümmerten sich andere darum, den Schützen zu finden. Anthony Guglielmi, ein Sprecher des Secret Service, teilte der Öffentlichkeit mit, dass es den Agenten innerhalb weniger Minuten gelang, den Schützen ausfindig zu machen und unschädlich zu machen, bevor sie sich daran machten, das Gelände zu sichern. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch eine Frage, die alle beschäftigte. Wer hat Donald Trump erschossen? Donald Trump, die Identität des Schützen. Laut einem Video, das von der kalifornischen Nachrichtenseite TMZ veröffentlicht wurde, sah man kurz vor dem Angriff einen jungen Mann auf dem Bauch liegend auf einem Dach mit einem Gewehr in der Hand. Das Video zeigt einen Mann mit längeren braunen Haaren, der ein graues Hemd und eine khakifarbene Hose trägt und vorsichtig ein Ziel aus der Ferne anvisiert, bevor er den Abzug drückt. Als der ehemalige Präsident Trump seine Rede fortsetzte, ertönten plötzlich Schüsse in der Luft, die bestätigten, dass Trump das Ziel war. Innerhalb weniger Sekunden nach den Schüssen identifizierten die Agenten des Secret Service die Quelle der Schüsse. Der Schütze, der sich auf dem Dach befand, war in ihrem Visier. Die Agenten erwiderten das Feuer und handelten mit Eile. Der Schütze wurde vom Secret Service niedergeschossen, was dem Vorfall ein gewaltsames Ende setzte. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt. Es dauerte nicht lange, bis der verstorbene junge Mann als Thomas Matthew Crooks, ein 20-jähriger US-Bürger, identifiziert wurde. Crooks war einst ein ganz normaler junger Mann, der eine scheinbar glänzende Zukunft vor sich hatte. Er lebte ein Leben, das auf den ersten Blick ganz normal zu sein schien. Er wohnte in Bethel Park,
einer Vorstadtgemeinde, die etwa eine Stunde von Butler County entfernt ist, wo die verhängnisvolle Schießerei stattfand. Crooks früher Lebensweg war von schulischem Erfolg und Anerkennung geprägt. Er machte seinen Abschluss an der Bethel Park High School im Jahr 2022. Während seiner Zeit an der Bethel Park High School machte sich Crooks einen Namen als Schüler mit Interesse an Mathe und Naturwissenschaften. Sein Engagement für seine Studien blieb nicht unbemerkt. Er wurde sogar von der National Math and Science Initiative mit einem $500 dotierten Star Award ausgezeichnet. Der vielleicht rätselhafteste Aspekt von Crooks Hintergrund ist seine politische Aktivität. Aus den staatlichen Wählerverzeichnissen geht hervor, dass er als Republikaner registriert war, was nicht überraschend ist, da dies perfekt zu den politischen Überzeugungen vieler Menschen in seiner Gemeinde passt. Es ist wichtig zu wissen, dass Trump selbst Republikaner ist. Die bevorstehende Wahl am 5. November wäre das erste Mal gewesen, dass Crooks alt genug war, um an einer Präsidentschaftswahl teilzunehmen, aber seine politische Zugehörigkeit war nicht so eindeutig, wie es schien. Als er 17 war, spendete er $15 an ActBlue, ein politisches Aktionskomitee, das Geld für linke und demokratische Politiker sammelt. Laut einer Einreichung bei der Federal Election Commission aus dem Jahr 2021 war diese Spende für das Progressive Turnout Project bestimmt, eine nationale Gruppe, die Demokraten zur Wahl aufruft. Diese Spende passte nicht zu Crooks Status als eingetragener Republikaner. Sie war ein Beweis für eine mögliche Veränderung seiner politischen Identität. Die Ermittlungen zu Crooks Motiv sind noch nicht abgeschlossen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass das FBI nicht alle Informationen, die es über ihn gesammelt hat, preisgeben will. Möglicherweise tun sie das, um die Integrität ihrer Ermittlungen zu schützen. Die Bilder von Trumps blutverschmiertem Gesicht sind allen noch frisch im Gedächtnis und es ist unmöglich, sich nicht zu fragen, wie es dem Präsidentschaftskandidaten geht. Die Wahrheit darüber, wie es Trump geht. Nach dem Angriff gab Stephen Chung, ein Sprecher der Trump-Kampagne, schnell eine Erklärung an die Presse heraus, in der er sagte, dass es dem ehemaligen Präsidenten gut gehe. Die Bilder von Trump mit Blut im Gesicht sagten jedoch etwas anderes. Der Ernst der Lage war offensichtlich und die Welt verfolgte schockiert, wie die ersten Nachrichten eintrafen. Trump wurde in das Butler Memorial Hospital in Pennsylvania gebracht, wo das medizinische Personal in höchster Alarmbereitschaft war und sich auf den Notfall vorbereitete. Nach Angaben von CBC News wurde Trump am späten Nachmittag in das Krankenhaus eingeliefert. Über die Einzelheiten seiner Verletzungen wurde zunächst Stillschweigen bewahrt, aber es war klar, dass die Lage ernst war. In der Notaufnahme des Krankenhauses herrschte reges Treiben, da Ärzte und Krankenschwestern unermüdlich daran arbeiteten, den ehemaligen Präsidenten zu behandeln. Innerhalb des Krankenhauses herrschte eine angespannte Atmosphäre. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft und zusätzliches Personal eingesetzt, um Trumps Sicherheit zu gewährleisten. Trotz des Chaos konzentrierte sich das Ärzteteam auf seine Aufgabe und versuchte, das Ausmaß von Trumps Verletzungen zu bestimmen. Später in der Nacht wurde bekannt gegeben, dass Trump aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Die Nachricht löste bei vielen ein Gefühl der Erleichterung aus, aber es blieben Fragen über die Art seiner Verletzungen und die Umstände des Angriffs. Nach seiner Entlassung aus dem Butler Memorial Hospital wurde Trump nach New Jersey geflogen. Sein Privatjet landete kurz nach Mitternacht auf dem Newark Liberty International Airport. Filmaufnahmen zeigten den Moment, in dem Trump die Treppe des Flugzeugs hinunterging. Trotz des tragischen Vorfalls schien Trump in guter Verfassung zu sein. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus wandte sich Trump auf seinen digitalen Kommunikationsplattformen an seine Unterstützer. In einer kurzen E-Mail schrieb er: "Dies ist eine Mitteilung von Donald Trump. Ich werde niemals kapitulieren." Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social lieferte Trump weitere Details über den Angriff. Er schrieb: "Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel durch die Haut riss." Er fuhr fort: "Es blutete stark und da wurde mir klar, was passiert war. Gott segne Amerika." Der Angriff auf Trump hat viele Fragen aufgeworfen. Wie konnte der Angreifer so nah an den ehemaligen Präsidenten herankommen? Viele der Fragen sind noch unbeantwortet, aber das FBI ist mit seinen Ermittlungen ein Stück weitergekommen und hat viele schockierende Wahrheiten aufgedeckt. Die Ergebnisse der FBI-Untersuchung. Nach Angaben des US-Geheimdienstes wurden mehrere Schüsse von einer erhöhten Position außerhalb des Versammlungsortes auf die Bühne abgefeuert. Der Anschlag ereignete sich nur 2 Tage vor dem Beginn der Republican National Convention, RNC, zu einem Zeitpunkt, als die politischen Spannungen bereits auf einem Höchststand waren. Der Zeitpunkt des Anschlags macht deutlich, dass der Schütze diesen Moment gewählt hatte, um die Wirkung seiner Tat zu maximieren. Die Tatsache, dass Trump kurz davor stand, offiziell zum Kandidaten der Republikaner ernannt zu werden,
erhöhte den Einsatz nur noch mehr. Nach einer Analyse von CNN war Trump etwa 400 bis 500 Meter von dem Angreifer entfernt. Die erhöhte Position, aus der die Schüsse abgefeuert wurden, verschaffte dem Angreifer einen Aussichtspunkt, der es dem Sicherheitspersonal erschwert haben könnte, die Bedrohung rechtzeitig zu erkennen und zu neutralisieren. Im Laufe der Ermittlungen haben sich mehrere wichtige Erkenntnisse herauskristallisiert. Um seinen Plan auszuführen, verschaffte sich der Schütze Zugang zu einem Gebäude, das an den Veranstaltungsort der Kundgebung angrenzte. Dieses Gebäude, das als sicher galt, erwies sich als schwaches Glied in der Sicherheitskette. Der Anschlag auf Donald Trump erinnert an das Attentat auf Präsident Ronald Reagan am 30. März 1981. An diesem schicksalhaften Tag wurde Präsident Reagan von John Hinckley Jr. in Washington, D.C. erschossen, als er nach einer Rede im Washington Hilton zu seiner Limousine zurückkehrte. Das Attentat auf Reagan erschütterte die Nation bis ins Mark und die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ereignissen sind unübersehbar. John Hinckley Jr. war von der Schauspielerin Jodie Foster besessen, nachdem er sie 1976 in dem Film Taxi Driver gesehen hatte. In dem Glauben, dass der Anschlag Foster beeindrucken würde, plante Hinckley seine Tat sorgfältig und wartete auf den perfekten Moment, um zuzuschlagen. Als Reagan das Hotel verließ und sich auf den Weg zur Limousine machte, nutzte Hinckley die Gelegenheit und feuerte 6 Schüsse in schneller Folge ab. Die Kugeln trafen Reagan und 3 weitere Personen und versetzten die Nation in einen Zustand des Schocks und des Unglaubens. Das Attentat auf Reagan und das Attentat auf Trump ähneln sich insofern, als dass es sich um Schützen handelte, die ihre Taten sorgfältig geplant und Sicherheitslücken ausgenutzt hatten, um ihren Plan auszuführen. In beiden Fällen hatten die Angreifer eine klare Sichtlinie und konnten mit tödlicher Präzision zielen. Nach dem Anschlag auf Trump wurde der Secret Service genau unter die Lupe genommen und viele fragten sich, wie es zu einem solchen Vorfall kommen konnte. Bob Ayers, ein ehemaliger CIA-Offizier und internationaler Sicherheitsanalyst, kritisierte vor allem, dass die für die Sicherung des Geländes zuständige Einheit des US-Geheimdienstes keine gute Arbeit geleistet habe. Der Schütze verfehlte sein Ziel, aber die Schüsse, die er abfeuerte, sollten das Leben einiger Kundgebungsteilnehmer innen für immer verändern. Die Leute, die es nicht geschafft haben. Die Kundgebung in Butler County geriet schnell ins Chaos, als Schüsse fielen. Die Schüsse, die auf die Kundgebung abgefeuert wurden, waren auf die Bühne gerichtet und bestätigten, dass Donald Trump das Ziel war. Er konnte jedoch ohne größere Verletzungen entkommen. Leider galt das nicht für alle Anwesenden. Bei der Schießerei kamen ein männlicher Teilnehmer ums Leben und 2 weitere Männer wurden schwer verwundet. Der US-Geheimdienst bestätigte diese Todesfälle, aber die Identität der Opfer wurde nicht sofort bekannt gegeben. Der Fall des ersten Opfers, das sein Leben verlor, ist bei weitem der erschütterndste, da er sein Ende fand, während er seine Unterstützung für den von ihm gewählten Kandidaten bekundete. Das zweite Opfer wurde schwer verletzt und seine Geschichte ist besonders herzzerreißend. Der republikanische US-Abgeordnete Ronnie Jackson aus Texas berichtete, dass sein Neffe unter den Verletzten war. Er hatte einen Streifschuss am Hals. Eine Kugel ging durch seinen Hals, schnitt ihn und er blutete, sagte Jackson gegenüber Fox News. Die Verletzung des jungen Mannes war zwar nicht tödlich, aber so schwer, dass er sofort ärztlich behandelt werden musste. Die Auswirkungen der Schießerei gehen über die unmittelbaren Opfer hinaus. Die gesamte Gemeinde von Butler County trauert über den Verlust von Menschenleben und die Verletzungen, die diejenigen erlitten haben, die einfach nur von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, sich zu versammeln und ihre Meinung zu äußern. Die Berichte von Augenzeugen, die an der Kundgebung teilgenommen haben, geben einen Einblick in den schrecklichen Vorfall, der sich ereignet hat. Einer der herzzerreißendsten Berichte stammt von einem Vater, der mit seinem Kind auf der Kundgebung war. Später erzählte er der BBC, dass sein Kind nach der Schießerei weinte und mich anflehte, es nach Hause zu bringen. Viele Kinder, die mit uns dort oben waren, hatten Angst und haben immer noch Angst, sagte er. Die Anwesenheit von Kindern auf der Kundgebung, die in das Kreuzfeuer gerieten, machte den Vorfall noch erschütternder. Ein anderer Augenzeuge, der sich auf der Veranstaltung befand, beschrieb die unmittelbare Zeit nach der Schießerei. Ich hörte 5 Schüsse kurz hintereinander und fiel zu Boden, erzählte er. Die schnelle Abfolge der Schüsse ließ den Menschen keine Zeit zu reagieren. Ein Arzt der Notaufnahme, der bei der Kundgebung dabei war, berichtete CBS News, dem US-Partner der BBC, einen erschreckenden Bericht. Ich hörte die Schüsse und dachte erst, es wären Feuerwerkskörper, sagte er. Jemand dort drüben schrie, er wurde erschossen, er wurde erschossen. Der Mann hatte sich herumgedreht und war zwischen den Bänken eingeklemmt. Da war eine Menge Blut.
Während die Ermittlungen zu der Schießerei weitergehen, werden die Augenzeugenberichte eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Ereignisse, die zu der Tragödie führten, zusammenzusetzen. Während das Land weiterhin mit der Tragödie zu kämpfen hat, fragt man sich unweigerlich, ob die Dinge nicht anders hätten ausgehen können. Die Warnung. Der Abend der Kundgebung in Butler County, Pennsylvania, war von Aufregung und Vorfreude geprägt. In der Menge befand sich auch Greg Smith, ein Anwohner, der beschlossen hatte, der Veranstaltung von außen zuzuhören. Greg hatte keine Ahnung, dass seine Beobachtungsgabe ihn bald in den Mittelpunkt einer dramatischen und lebensbedrohlichen Situation stellen würde. Als die Kundgebung begann, betrat Trump die Bühne und Greg stand am Rand und nahm die Energie der Veranstaltung auf. Nur 5 Minuten nach Trumps Rede wurde Gregs Aufmerksamkeit auf etwas Ungewöhnliches gelenkt. Aus dem Augenwinkel bemerkte er eine Bewegung auf dem Dach eines Gebäudes in 50 Metern Entfernung. Zuerst schien es nur ein Schatten zu sein, aber als er genauer hinsah, sah er einen Mann, der auf dem Dach herumkroch. Der Anblick war beunruhigend. Der Mann war nicht irgendein Passant. Er war mit einem Gewehr bewaffnet. Die Waffe war deutlich zu sehen und die Bewegungen des Mannes waren überlegt und verstohlen. Gregs Herz klopfte, als er die potenzielle Gefahr erkannte. Der Mann auf dem Dach befand sich in der besten Position, um unvorstellbaren Schaden anzurichten. Ohne einen Moment zu verschwenden, schritt Greg zur Tat. Er wusste, dass er sofort die Behörden alarmieren musste. Er begann zu schreien und auf das Dach zu zeigen, um die Aufmerksamkeit der Polizisten zu erregen, die auf dem Boden patrouillierten. »Hey Mann, da ist ein Typ mit einem Gewehr auf dem Dach«, rief er. Die Polizisten schienen die Bedrohung von oben jedoch nicht zu bemerken. Sie waren damit beschäftigt, die Menge zu bändigen und die Sicherheit der Veranstaltung am Boden zu gewährleisten. Gregs Rufe wurden von dem Lärm der Kundgebung übertönt und seine Gesten blieben unbemerkt. Die Frustration und die Angst in Gregs Herz wuchsen mit jeder Sekunde, die verstrich. Er deutete weiter auf sie und hoffte, dass jemand sehen würde, was er sah. 3 bis 4 quälende Minuten lang versuchte Greg, die Behörden auf den Bewaffneten aufmerksam zu machen, aber seine Versuche blieben erfolglos. Der Schütze blieb vor den Augen der Polizei verborgen und Gregs Warnungen stießen auf taube Ohren. Am Ende führte der Schütze seinen tödlichen Auftrag aus, wobei ein Teilnehmer der Kundgebung ums Leben kam und viele andere verletzt wurden. Hätten das FBI oder die anwesenden Sicherheitsbeamten Gregs Warnungen bemerkt und befolgt, wäre die Sache anders ausgegangen. Der Angriff auf Donald Trump war wirklich tragisch und er fand nur wenige Monate vor der Wahl statt. Die Welt beobachtet mit angehaltenem Atem, wie sich die Ermittlungen entwickeln.